Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Dann können wir loslegen. Mats Schelt beim Anschlusspunkt und dann ist die Partie freigegeben. Karl Marienborn von rechts nach links in Schwarz-Weiß, der Wuppertaler Sportverein von links nach rechts. Oh, Jendrusch, kein Foul gegeben von Montag. Oh, dann der Fehler, den kann man nicht machen. Peitz, 1-0 BSV. Sechste Minute, erste Chance, erstes Tor. Schau mal drauf, sofort. Pietrowitz mit dem Riesenfehler. Wo wollte er denn da hin? Wo wollte er hin? 0-1. Kann euch übrigens die genaue Zahl nennen. Profispiele von Markus Pazurek. 283. Schauen wir jetzt aber auf Moritz Montag. Der ist schnell und der hat Platz. In der Mitte winkt Güler. Montag verpasst den Abschluss. Eigentlich hätte ich gesagt, aber dann muss Jendrusch ran. Nächste Chance für Wuppertal. Pietrowitz. Gut gesehen wird's. Diesmal kein Abseits. Kriegt er den noch? Den kriegt er noch. Hammel! Aufs Netz. Erste Möglichkeit für Karl Marienborn. Schauen wir nochmal drauf. Keine Abseitsposition von Wirtz. Der kratzt den noch von der Linie und Hammel bringt den noch gut in Richtung Tor, aber kriegt den nicht mehr ins kurze Eck rein. WSV hat auch Ballglück, das muss man sagen. Hier wieder. Püttlik kann da marschieren. Will Hanke auf der rechten Seite haben. Da ist Güler. Güler im Strafraum. Güler macht das klasse. Und Jendrusch macht es noch besser. 34. Boah, und was war da denn wieder los? Also, da kann man ja nicht mal auf seinen Zettel schauen, um da was zu notieren. Weil die Kähner sich schon wieder in Bedrängnis bringen. Unglaublich. Schau mal auf die Wiederholung. Güler macht es super. Er macht eigentlich alles richtig. Aber Jendrusch macht es noch richtiger. Und dann Pietrowitz schon wieder. Also, der Junge steht heute neben sich. Unglaublich. In der Bonn aktuell wieder spielen muss. Langer Ball, aber Hanke will das klären in Richtung seines Keepers. Und dann, also, wie die sich die Chancen hier gegenseitig auflegen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja einmalig. Schauen wir nochmal drauf. Da will Hanke den richtig cool klären und hätte dann ausgesehen wie ein Depp. Glück, dass Enzo Wirtz den daneben setzt. Also, es würde nur passen. Bender. Und jetzt der Konter. Die spielen das klasse aus, aber der Ball für Peitz ist ein bisschen ungenau. Sei es drum, kriegt er noch. Hagemann vorbei an Pietrowitz, der da zu spät kommt. Hagemann, Jendrusch. Nächste Chance. Beziehungsweise erste Chance im zweiten Durchgang. Gut von Peitz, klasse von Hagemann. Seine Quirligkeit, sein Tempo und dann versucht das auf die kurze Ecke. Kann man machen. Schelt gegen Peitz. Ja, Peitz, das ist, der macht ein klasse Spiel. Nicht nur wegen seines Tores. Hagemann, jetzt Güler gegen Jendrusch. Güler vorbei an Jendrusch und der klärt das klasse. Sowohl er als auch, nochmal, ganz langsam. Sowohl er als auch Arthur Thomas verhindern hier das Tor. Hat das gesehen, Jendrusch war noch dran mit dem Fuß. Klasse vom Keeper. Preußen. Flanke Montag abseits. Nee, zählt nicht. Zählt nicht das Tor von Leon Schwers. Cepanik mit der Reingabe wird aber nicht gefoult. Güler startet aus der eigenen Hälfte. Kein Abseits. Gegen Thomas. Güler schüttelt Thomas ab. Nur noch Pietrowitz im Weg. Güler. Güler vorbei an Pietrowitz. Und dann ist das 2-0 da. Und Karl Marienborn lässt sich hier eiskalt auskontern. Kevin Hagemann. Sofort die Wiederholung.
Kühler macht das klasse. Startet aus der eigenen Hälfte, setzt sich dann gegen Thomas durch. Setzt sich dann gegen Pietrowitz durch, die sich nicht regionalliga-tauglich anstellen. Und dann kriegt er den auch noch an Jendrusch vorbei. Möglichkeit jetzt nach dem Ballgewinn und dann mit der ersten richtigen Parade Franz Langhoff. Herzlich willkommen beim Wuppertaler Sportverein. Pazurek ist da. Pazurek wird nicht gefoult. Es steht 1-2. Und was habe ich euch gesagt? Wenn das Tor fällt, dann ist hier wieder Feuer drin. Und genau das haben wir jetzt. Das habe ich ja komplett unterschätzt. Langer Ball. Und dann ist es ein Fehler von Franz Langhoff. Pazurek legt rüber. Und dann steht es 1-2. Und dann ist die Partie aus. Der Wuppertaler Sportverein holt seinen ersten Sieg unter Trainer Hüseyin Fedoğan hier im Siegener Leimbach-Stadion. Am Ende des Tages verdient gegen den 1. FC Kahn Marienborn, der einfach nach vorne zu ungefährlich war, die sich zu wenig Chancen erarbeitet haben und am Ende sich an die eigene Nase fassen müssen, dass sie hier verloren haben. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,